Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit dem Microsoft Lumia 535 in der Dual-SIM-Version. Diese Version gibt es offiziell nicht in Deutschland zu kaufen. Ich habe diese Version in Frankreich bestellt, in Blau. Hier kann man an der Seite sehen, welche Farbvariante das ist. Also die blaue Version habe ich bestellt. Ja, wieso Microsoft das Smartphone nicht in der Dual-SIM-Version in Deutschland anbietet, während zum Beispiel das Lumia 630 oder 530 auch als Dual-SIM-Version angeboten werden, weiß ich nicht ganz genau. Ich wollte es nur in der Version haben und in der Version habe ich es jetzt auch gekauft. Preis liegt ungefähr gleich, also ich habe das jetzt aus Frankreich für ca. 110 € bei Amazon gekauft. Kann man ganz normal bestellen, muss man nur eine Kreditkarte kaufen. In Deutschland kostet die Single-SIM-Version des 535 auch circa um die 100, 100 bis 10 €, je nachdem, welche Farbe man da gekauft hat. Ja, Farbauswahl ist relativ groß, also bei Lumia sowieso. Wir haben einmal das schwarze Modell, grün, blau, schwarz. Ja, schwarz habe ich ja schon gesagt. Und einmal das weiße Modell sowie das orange. Es gibt verschiedene Finishe, also hier einmal das grüne und das orange sind halt mit einem Glossy-Finish, das wollte ich nicht. Und das blaue ist dann die einzige Farbe, die übrig geblieben ist, die nicht schwarz oder weiß ist. Und dann habe ich halt das blaue genommen, auch in einem matten Finish, was mir dann vom Grip besser gefällt und halt von der Farbauswahl. Ja, packen wir das Gerät einmal aus und da kommt auch schon das schöne Blau zum Vorschein. Also so sieht das Smartphone von der Rückseite aus. Das gucken wir uns dann aber gleich nochmal an. Wir schauen mal, was in der Verpackung drin ist. Französisches Smartphone, natürlich französische Bedienungsanleitung, aber ja, die Informationen erklären sich eigentlich von selbst, was da drin stehen sollte und so weiter. Also braucht man jetzt nicht unbedingt. Dann natürlich ein Netzteil, ein europäisches Netzteil. Da gibt es eigentlich keine Unterschiede im Vergleich zu der Version ja, aus Deutschland. Nur halt, dass das ein festes Netzteil ist. Wir können halt den Micro-USB, das Micro-USB-Kabel hier nicht entfernen. Und ja, das hat hier einen Output von 550 mAh, also 0,5 mAh. Die Ladezeit dürfte aber relativ okay sein. Werde ich dann alles nochmal ausprobieren im Test. Und natürlich die Kopfhörer. Also es sind solche In-Ear-Kopfhörer, nicht die echte In-Ear-Kopfhörer, sondern normale Kopfhörer mit einem Mikrofon hier und einem Microsoft-Logo. Brauche ich nicht, benutze ich sowieso nicht. Also kann das alles wieder zurück in die Verpackung. Netzteil benutze ich dann sowieso von einem anderen Smartphone. Ja, hier ist das Smartphone an sich wirklich sehr schön. Also das Blau gefällt mir generell sowieso sehr gut von den Smartphones. Und wir haben hier halt ein mattes Finish. Das spiegelt dann halt überhaupt nicht. Hier ist so ein kleiner Aufkleber ja, aufgeklebt, der halt zeigt, wie man die Rückseite entfernt. Man soll hier natürlich nicht mit dem Schraubenzieher dran, sondern kann die Rückseite ganz einfach hier so abheben. Und dann kommt es im Grunde auch schon raus. Und da schauen wir uns dann gleich mal die Innenseite an, also das Cover. Wenn einem die Farbe irgendwann mal nicht gefällt, kann man natürlich nachkaufen. Das ist ein ganz normales Plastikcover, relativ verwindungssteif und kann man sich halt auch eine andere Farbe holen. Man muss halt nur aufpassen oder sollte halt ein Originalcover nehmen, damit das Microsoft-Logo drauf ist, wenn man darauf Wert legt. Ja, hier ist der Akku bzw. die Innereien des Smartphones. So sieht die Dual-SIM-Version aus. Wir können einmal den Akku rausnehmen und schauen, wie groß der ist. Wir haben hier einen 1905 mAh Akku verbaut, der für eine relativ lange Laufzeit sorgen sollte, hoffe ich zumindest. Dann haben wir natürlich die zweite SIM-Karte. Die erste SIM-Karte, hier ist eine Chibo-SIM drin und einen Micro-SD-Slot. Wir können den internen Speicher von 8 GB nämlich um 128 GB erweitern. So, dann packe ich den Akku mal wieder raus, denn wir wollen das natürlich auch nochmal starten. Und während das Smartphone dann hochfährt mit dem Microsoft-Logo, schauen wir uns die weiteren Anschlüsse an. Also auf der Rückseite haben wir zunächst einmal eine 5-Megapixel-Kamera mit einer F2.4-Blende, einer 28 mm Brennweite und einen LED-Blitz. Also deutlich besser als zum Beispiel die Lumia-Modelle vorher, wo zum Beispiel ja, eine schlechtere Kamera drauf war oder vielleicht auf einen LED-Blitz verzichtet wurde. Hier nicht. Also auch im Dunkeln kann man dann relativ gute Bilder machen. Dann haben wir hier einmal den Lautsprecher auf der linken Seite, einmal den Ein- und Ausschalter sowie die Lautstärkeregelung. Wirklich sehr schöne Druckpunkte, die stehen nicht zu weit raus, nicht zu wenig. Also das gefällt mir hier von der Platzierung zunächst einmal, weil man hier wirklich sehr gut rankommt, als auch von dem Druckfaktor ist das hier wirklich sehr gut. An der Oberseite haben wir dann noch den 3,5 mm Klinkenstecker, wo wir dann unseren Kopfhörer anstecken können.
und auf der Unterseite dann natürlich noch den Micro-USB-Port, wo wir das Tablet, das Smartphone dann ganz normal aufladen können. So, ich gebe mal kurz meinen PIN ein, damit wir auch direkt starten können. Aber dazu kommen wir dann gleich. Wir haben natürlich nämlich an der Front noch eine 5-Megapixel-Kamera, auch mit einer F2.4 Blende, aber mit einer 24 mm Brennweite mit einer F2.4 Blende, um halt ja bei Selfies nochmal eine bessere Qualität zu erhalten. Und wir haben auch einen Helligkeitssensor, also da wird dann die Helligkeit wirklich sehr gut dargestellt. Also finde ich jetzt von der Helligkeitsregelung wirklich sehr gelungen. Also ist auch ein relativ helles Display, wenn man zum Beispiel draußen ist. Ich habe jetzt hier die automatische Einstellung gewählt. Wenn ich aber zum Beispiel auf hoch gehe, dann habe ich so einen Outdoor-Modus. Das merkt ihr jetzt auch hier, dass man das kaum, dass es wirklich sehr hell wirkt. Und auf automatisch ist aber die Regelung relativ gut, finde ich zumindest. Also im Vergleich zum Beispiel meinem Mate 7 ist es minimal dunkler. Aber das könnte auch an der Panelart liegen, denn wir haben hier ein 5 Zoll großes IPS-Display und nur eine Auflösung von 960 x 540 Pixeln, was nicht wirklich viel ist bei 5 Zoll. Zudem, was natürlich auffällt, sind die recht breiten Rahmen. Die kann man hier in der Spiegelung sehr gut sehen. Also an der rechten und linken Seite sind jedenfalls die Rahmen relativ breit. Aber das ist hier ein 100-Euro-Smartphone. Da darf man jetzt nicht zu große Ansprüche haben, habe ich zumindest nicht. Das sind 220 PPI, die wir hier kriegen an Auflösung und Gorilla Glass 3 soll das vor Kratzer schützen. Und was mir aber aufgefallen ist, ich habe das jetzt schon seit 2 Tagen schon benutzt, dass das Display relativ schmutzanfällig ist. Also schon bei ja, relativ kurzer Bedienung merke ich schon, dass halt relativ viel Schmutz drauf ist, aber der lässt sich dann wieder relativ einfach entfernen. Ja, wir haben hier im Inneren einen Snapdragon 200 Prozessor mit 1,2 GHz pro Kern Quad-Core, also 4 Kerne, die hier arbeiten. Und ich muss wirklich sagen, die Performance ist durchaus sehr gut. Also, wenn man jetzt zu viele Seiten vielleicht öffnet im Browser, dann könnte man merken, dass der Prozessor vielleicht ein bisschen mehr Leistung vertragen könnte. Vielleicht ein Snapdragon 400 wäre vielleicht die bessere Wahl gewesen. Aber der Snapdragon 200 reicht für die Sachen, die ich mir hier vorstelle von diesem Smartphone, wirklich sehr gut aus und dürfte dann auch in der Laufzeit relativ gut sich zeigen, dass der Prozessor halt nicht zu stark ist. Ja, ansonsten haben wir noch 8 GB internen Speicher, den ich ja schon erwähnt habe. 128 GB MicroSD-Slot kann man den erweitern und 1 GB RAM. Also vom RAM hat Microsoft jedenfalls nicht gespart. Auch wichtig im Hinblick auf das Windows 10 Update, welches dieses Smartphone natürlich auch bekommen wird. Und ich kann jetzt schon sagen, ich werde das Smartphone natürlich dann wieder zurückholen, denn das ist leider nicht meins. Wenn die Windows 10 Preview kommt, dann zeige ich euch auf diesem Smartphone, wie die Preview darauf aussieht. Das ist hier nämlich Windows Phone 8.1 Denim und wir können dann zum Beispiel auch, wie hier angezeigt, Ordner erstellen und natürlich Cortana zum Beispiel nutzen. Also alles Mögliche, was man sich hier so vorstellen kann. Das ist im Grunde die aktuellste Version, auch mit der Lumia Camera, mit der ich mich dann aber noch mal intensiver in einem anderen Video beschäftigen möchte. Wir können hier natürlich je nach SIM-Karte bestimmen, welche SIM-Karte was macht. Das kann man alles in den Einstellungen regeln. Wir haben hier eine Dual-SIM-Option. Und was man machen kann, ist natürlich, beziehungsweise sollte man zum Beispiel eine SIM-Karte für Internet und eine SIM-Karte für Telefonie. Ich habe hier jetzt eine SIM-Karte von Tchibo drin zum Telefonieren und da kommt noch eine SIM-Karte von Netzclub rein, die ist aktuell in dem Sony Xperia Z3 Tablet Compact drin, um halt Internet damit zu haben. Aktuell bin ich nur im WLAN unterwegs, deswegen kann ich noch nichts zur Laufzeit sagen, wie es denn unterwegs ist mit diesem Smartphone, wenn ich damit surfe. Ja, zur weiteren Ausstattung zählen Bluetooth 4.0, GPS haben wir natürlich und Wi-Fi-N mit Hotspot-Funktion. Wir können dann zum Beispiel einen Hotspot für bis zu 8 Geräte erstellen. Auch nicht schlecht. Zwar nur mit UMTS-Modem von den beiden SIM-Karten, aber absolut ausreichend, was den Funktionsumfang ja, besteht. Also 8 Geräte damit verbinden, das ist schon relativ in Ordnung. Und wir haben hier zweimal Micro-SIM-Karten, also zwei Micro-SIM-Karten kommen da rein, keine Nano-SIM-Karten und keine normalen SIM-Karten, muss man auch wissen. Dann ist das Gerät 8,8 mm dünn, das ist relativ dünn und mir gefällt auch, dass es hier schön abgerundet ist und somit relativ gut in der Hand liegt. Und die Kamera steht halt nur wirklich so ein Millimeter raus, also das merkt man fast nicht, aber das ist so ein minimaler kleiner Buckel, der hier raussteht. Aber das stört mich jetzt überhaupt nicht. Und das Smartphone ist 145,3 Gramm schwer, was für 5 Zoll absolut in Ordnung ist. Der Akku
Ist zwar mit 1905 mAh jetzt nicht so groß, aber denke ich mal ausreichend, hoffe ich zumindest. Also so weit bin ich jetzt mit dem Smartphone noch nicht. Erster Eindruck, durchaus sehr gut. Ich habe keine Touchscreen-Fehler, also dass ich zum Beispiel Multitouch-Touchscreen-Fehler, die hier beschrieben waren, das Update. Also das Smartphone hat in den letzten 2 Tagen, glaube ich, irgendwie 4 oder 5 Updates bekommen, die ich durchführen musste. Aber mal schauen, wie es sich halt in den nächsten Tagen, ja, verhält mit dem Multitouch, denn ich möchte natürlich auch spielen damit. Ich werde hier Spiele drauf installieren und alle weiteren Sachen testen, die mir halt so einfallen. Besonders die Kamera, was sie so leistet. In der Preisklasse erwarte ich zwar nicht viel, aber klar, Skype-Telefonie und sowas ist natürlich auch mit so einem Smartphone gewollt und funktioniert hier dank Frontkamera auch sehr gut. Hoffe ich mal. Werde ich dann alles testen. Ja, wenn es Fragen zum Lumia 535 mit Dual SIM gibt, könnt ihr die natürlich gerne in den Kommentaren stellen. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video, wo ich euch dann mehr zu dem Smartphone erzähle. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.